die Fische ans Ufer hinaus und gehen an Land hinterher und sammeln dort die Fische ein. Sie sind durchaus in der Lage für kurze Momente, das Wasser zu verlassen. Was soll das? Wow, Emi, wesel Pini. Aber ich denke, wir stellen die Sieben auch mal kurz im Einzelnen vor. An den Anfang, den macht die Dörte und die ist 12 Jahre alt. Das ist Dörte. Die Sunny startet los. 24 Jahre ist die Sunny alt. Das ist Sunny. Unsere derzeit Jüngste, das ist die Nami. Die Nami ist 9. Weiter geht es mit der Dolly, 16 Jahre alt. Dann kommt die Donna, ebenfalls 16 Jahre. Die Jenny, 37. Und dann haben wir noch die älteste Ninke, 41 Jahre. Ja, bei unserer Trainingsarbeit haben wir ein Hilfsmittel, die Dressurpfeife. Der Pfiff bedeutet immer, dass die Tiere etwas richtig gemacht haben und danach werden sie belohnt. Und dieses Belohnungssignal ist sehr hilfreich, da wir es auch ganz gezielt im gewünschten Moment einsetzen können. Wir geben Ihnen siebenmal ein Handzeichen, dass Sie da drüben auf der anderen Seite mal rausschauen. Und die machen das gleich so lange, bis Sie das Belohnungssignal hören. Und dann wissen die, das war richtig und alle kommen zu ihrer Ausgangsposition zurück. So, die sieben gucken raus, ist natürlich der Pfiff. Und alle kommen zu ihrer Ausgangsposition und belohnt werden sie dann durchaus gewollt mit Fisch. Denn die Delfine sind Raubtiere, Beutegreifer, die brauchen in der Natur sehr viel Zeit, die Nahrung erst einmal zu finden, dann zu fangen. Hier im Tiergarten bekommen sie von uns Tierpflegern ihr Futter und deswegen ist es schon sinnvoll, wenn sie auch hier aktiv für ihren Nahrungserwerb etwas tun können. Übrigens hören die Delfine anders wie wir. Tiefe Töne hören sie nicht so gut, aber hohe Töne hören sie besser wie wir und deswegen hören sie das Belohnungssignal auch unter Wasser. Wir schicken die Sieben sozusagen mal runter in den blauen Salon. Die schauen da gleich durch die Unterwasserscheibe in den blauen Salon hinein und bleiben so lange da unten, bis sie das Belohnungssignal hören und dann kommen alle zu ihrer Ausgangsposition. Übrigens ist da drüben der tiefste Punkt der Lagune mit 7 Metern. So, und jetzt sind die Sieben angekommen. Es ertönt der Pfiff. Und alle kommen zu ihrer Ausgangsposition zurück.